Keiner macht den Keiner macht Drogen. den Drogen. Wo ist denn dieser verdammte Friedhof? Der Flugzeugfriedhof, wo war der denn nochmal? So ein Mist aber auch. Wo war denn nochmal dieser Flugzeugfriedhof? Ich schaue mal. Der war noch ziemlich weit unten. War der unten gewesen, der Flug? Ah ja, da Der unten war ist noch er. ziemlich weit unten. Ja, da unten ist er. Da müssen wir jetzt hinfahren. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Die Strecke fahren wir jetzt gleich ab. So. Aber ich würde sagen, wir machen eine kleine Pepe- und Popo-Pause und dann, ja, seid ihr gleich Diese wieder Pepe da. und Bis Popo, gleich. ja. So. Weißt du was, René? Ach, René ist ja weg. Sascha, ich werde dann in Hey, der ich bin da. Zwischenzeit mal. Achso, ja. Ich werde mein GT500 mal auftunen. Okay. Dann sagt halt nix. Dann sagt auch nix. Ich bin noch Ist da. mir. Ist mir Wumms. Ich sag nur, ich werde den GT aufpimpen. You gotta pimp my ride. Hast du es früher auch immer gesehen? Yep. Pimp my ride war Aber du total weißt schon, geil. dass man uns über den Stream noch hört, oder? Ja, und wo ist Pimp My Ride anstandslos? Nirgends. Sollen die Leute ruhig wissen, dass ich Pimp My Ride geguckt habe? Es gab auch mal irgendwann Pimp My Whatever, da hat sich einer ein Klo bauen lassen. Oh ja, ey, ich bin am Überlegen, ich war ja auch jetzt im Bauhaus, da gibt es diese Puppeldusche. Wo warst du? Im Bauhaus? Bauhaus. Ah, okay. Was gibt's da? Puppeldusche heißt das Ding, das ist eine Toilette. Ein Bidet halt. Nein, 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 eine Toilette. Kein Bidet, eine Toilette. Okay. Der Willst du mir Superdusche, damit da kommt. irgendwas sagen, was ich dir zu Geburtstag kaufen soll oder so? Ja, da setzt du dich drauf, da drückst du Knöpfchen, wenn du fertig bist, da kommt da so eine kleine Düse raus und halt dann die Dusche. Das gefällt René wieder. Nix machen. Nichts machen müssen, der faule Sack. Freilich, weißt du, wie es bei mir auf der Arbeit ist? Ich schleiche mich wie eine Katze in die Arbeit, leg die Pfoten auf den Tisch und warte auf die Mäuse. Oh, was für ein geiler Ansaugtrichter. Ist der geil, diese geile Motorhaube. Oh. Und genau, hey, ganz ehrlich, die Straßenausführung, das sind genau die Farben, die ich letztens auf der Straße gesehen habe an dem Wagen. Ich finde das Chevy GT, das ist das geilste Auto zum Cruisen im Stil. Ja, definitiv. Weißt du, und da muss ich, da reicht mir, glaube ich, im Moment das Level 40 Paket. Einfach nur zum Cruisen. Da Ich muss habe ich den gar voll nicht irgendwelche, aufgepumpt. ja, die Platin-Teile werde ich irgendwann noch reintun, aber im Moment einfach nur dahin cruisen. Ja, und vielleicht werde ich da einen anderen Heckspoiler reintun, weil der gefällt mir nicht. Keine Sorge, Leute, ne? Wir reden nur gerade Kacke. Sascha kommt gleich wieder. Das ist an die gerichtet, die gerade ausgeschaltet haben. Naja, oder mit dem Gedanken gespielt haben. Oh, der geht so wunderbar ab, dieser Wagen. Was gibt's da wieder zu gackern? Ich? Kacke? Nein. Nee, nix. Ich hab mich auch gerade erschreckt. Aha. Ja, Hähnchen sitzt hier. Ich bin mal kurz am Klo. Ja, das ist mir. Mach's Headset aus, bitte, okay? So, da bin ich wieder. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Prost zusammen. René ist gerade auf dem Klo. Ich habe ihm gesagt, er soll bloß das Headset ausmachen. Ja, wir. Ich möchte nichts hören, was von dem stillen Örtchen so kommt. Also Tja, oder sowas. na, still. Still ist es nicht mehr. Was hat der denn? So, ich habe jetzt. Krankenwagen ist auch schon hier. Die können uns gleich einliefern, die Herren mit den weißen Turnschuhen. Ja. Ambulanz! Fire Rescue Ambulanz steht da drauf. Fire Rescue. Ey, Ja. letztens war das auch so cool. Ich fahre auf der Straße, höre gerade Highway to Hell. Wer kommt angerauscht? Ein Rettungswagen mit Blaulicht, voll am Heizen. Denke ich mir so zum Spaß. Oh, Banane, böses Omen, Ich. wechselst du mal lieber die CD. Okay. Andere Nein. CD reingetan.
Höre Burning Alive. Wer kommt vorbei? Zwei Löschzüge. Nein, Shelley, ich war nicht beim Friseur, aber meine Haare sind schon so lang. Ich habe ja gesagt, eventuell möchte ich die wachsen lassen. Denn, huch, wo ist er hin? Sascha wird ein Hippie. Ich bin Hippie. Peace. Sascha wird ein Alles Hippie wie Peter easy. Lustig. Ja. Der lässt sich lange Haare wachsen im Bart und lebt in einem Wohnwagen. Nein. Oder in so einem Bauwagen. So weit lasse ich es natürlich nicht kommen. So, was ist denn jetzt hier mit René? René ist gerade auf dem Immer Klo, wie noch. gesagt. Mein Gott. Ja. Ja, der ist ja gerade gegangen, wie du gekommen Und bist. du bist, achso, du bist noch woanders. Ja, ich komme gerade. Was, du kommst gerade? I. Jetzt lass halt die Witze. Mein Gott, wenn ich sage, ich komme gerade. Ja, oh, I. No. Oh, Ja, wo I. bist denn du? Ich, Bin schon wieder da. jo. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen eine Runde Corvette. Habe ich mal Lust drauf. Du fährst Corvette? Dann Ich fahre fahr ich was Corvette. anderes. Wo seid denn ihr beiden? Ich sehe euch gerade gar nicht. Wir sind immer noch an der Geisterstadt in den Mountain States, Red Rock. Ja. Und hier ist noch der Jakobsee, Jakobsee oder C, wie der heißt. Der Klamouette. Der Jacob Sie. So, ich musste mich kurz entblößen, also nicht nackt. So. Was? Alle Okay. wieder da? Gut. Jo. Wegpunkt ist Gleiches Report gesetzt. hier an Warte. Es sind 53 Kilometer zu fahren. Ach, nee, muss ja weiterfahren. So, weiter geht's. Auf geht's zur nächsten Sehenswürdigkeit. So. Also die Ansaug-Hutze da auf dem Motorblock macht ja nicht gerade Wow, die Sonnenaufgang. Sicht besser. Nee. Deswegen Performance, alte Massikers. habe ich bei einigen Fahrzeugen das weggenommen. So, und wir haben ja die Nacht überstanden. Wir sind schon wieder ja, am frühen Morgen. Die Sonne geht auf. Uah. Boah. Blendet die Sonne. Wow. Ah, schade. Schade, dass ich den Sichtschutz hier nicht runterklappen kann. Den die Sonnenblende da. So. Aber der Bentley, Sichtschutz. der geht auch ab im Performance. Ja. Ja, der geht immer ab. Der hat so einen Grip, dieses Vieh. Die Autos sind einfach nur genial. Also es ist echt, Ich wie die hätte sich ja gerne fahren. einen alten Jaguar hier im Spiel. Oh ja, so ein schöner Oh alter ja. Jaguar. Für ein alter X-Type oder Wer so. weiß, was da, oha, wer weiß, was da noch alles so auf uns zukommt. Wir schauen mal. Ja, vor allem an alten Autos können sie halt mehr machen als Muscle Cars. Das finde ich halt Oh, schön. mich blendet die Sonne. Ja, die Sonne ist ganz schön tief am Stehen und. Weißt du, so ein Wow. alter, eine alte Shelby Cobra, ein alter Aston Martin. So, wir sind gerade in St. George. George. Auch mit diesem St. Ausdruck. Georg. St. George. Heute sehr gute Cam und Spielqualität. Oh, danke schön, Tilly. Danke für die Resonanz. Danke. Wie gesagt, nachher 22 Uhr geht es wieder weiter mit Horror. Ich denke, Evil Within werden wir weiterspielen. War ja so der Wunsch der Community in der Let's Play Live Show. Vielleicht auch ein bisschen so im Speedrun. Schauen wir mal. Aber ich habe noch eben was zu tun. Kleiner Moment. Schups. Das, ich kann mich mir nicht verkneifen. Das ist. So, das war so los. Nach So, bin Mitternacht. raus. Meld mich dann noch mal, wenn ich komme. Jo, mach das. Lass krachen. Genau. Hast du Lust, wenn das Ding fertig ist, noch ein bisschen weiter die Crew zu zocken? Ja, schauen wir mal, wo der Abend hingeht, ne? No, du setzt schon wieder so an. Ich setz schon wieder an. Nein, nein. Du setzt einen Bierbauch Ich an. setze ja. Das ist Ja, alles, der Evil was du Juhu. ansetzt. Guck mal, was Gourmet-Gewölbe. er Angst hat mit seinem Sieht nicht aus. Bentley. Wieso hast du mit einem Bentley Angst? Das ist ein Nee, Bentley. Nochmal, ein ich Bentley. habe
keine Argumente, nee, aber die Corvette kommt. Ja, mein Gott, die Corvette. Die Corvette setzt an, die kriegt gerade einen Bauch. So. Du schiebst jetzt nicht auf die Corvette. Naja, was soll das denn heißen? Soll das heißen, ich habe einen Bauch? Und einen Bauch habe ich auch. Ich habe alles, was ich brauche. Und einen Bauch habe ich auch. Nach den meisten Mixgetränken kann ich nur das eine denken. Alkohol setzt Kräfte frei. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, was soll ich mit dem Sixpack, welchen ganzen Fass haben kann? Ja, das ist genau. Ich sitze hier und denke, was jetzt schön wäre, Getränke. Ja. Schatz, ich will eine eigene Theke. Reicht mein Bauch nicht dafür? So. Deutschland ist das Land der Denker. Boah, diese Weitsicht. Wird immer dichter. Mit den Antennen oben drauf, das ist so schön. Ich hab mich verliebt. Das ganze Spiel ist schön. Ins Spiel. Entschuldigung. So. Ich muss dazu sagen, ich habe The Crew seit Weihnachten, beziehungsweise nachdem PSN wieder online ist, und es hat seitdem kein einziges Mal die Konsole verlassen. Ja. Bei mir aber auch nicht. Es ist einfach ein Spiel, was ja auf sehr lange Zeit Spaß macht. Na? Wie gesagt, meine Freundin liebt es. Also wir prügeln uns teilweise um den Controller, wer zocken darf. Ich muss jetzt das rote PlayStation holen und einen Fernseher. Ja. Sollte es machen, so wie Anakin. Zum Beispiel Anakin Skywalker ja auch. Zwei PlayStation, zwei Bildschirme. Spielen auch dann getrennt zum Beispiel dann, oder beziehungsweise zusammen dann, jeder auf seine Konsole GTA oder The Crew und so. Ja. The Crew ist es so ein, also da haben Ubisoft wirklich loben, da haben sie wirklich was Tolles rausgepackt. So, wartet ihr bitte mal. Ja, machen wir. Ich fahre mal so im Schnitt mal 100 oder 90. Ja, hier kann man noch was einsammeln. Kann man so ein bisschen genießen hier, so den Grand Canyon. Ja, und ich fahre im Schnitt jetzt 330. Dann kommt die Banane. Das ist das Lustige, der fährt ein Rennen-Bentley und kommt nicht hinten nach. Oh ja, schick mit den Flammen. Ja, weil ich zwischendurch auch die Autos gewechselt habe. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir die Prämie bekommen. Der fährt ein Rennen-Bentley nicht. Stößchen! Stößchen! Ich bin die ganze Zeit Cockpit gefahren mit der Shelby. Ja. Da stand übrigens gerade ein Wohnwagen. Da ist bestimmt ein Serienkiller drin. Ich wollte sagen. Wow! Entschuldigung! Oder ein Holländer? Nee, aber Holländer fand auch keinen amerikanischen Wohnwagen. Ja, stimmt, diese Wohnmobile sind immer entweder Guns N' Roses oder uralt. Genau. Was geht ein Holländer als erstes durch den Kopf, wenn er mit. Oh, bitte Bock jetzt, fährt? Bitte jetzt keine hier rassistischen also, Witze, ja? Bitte. Okay. Ja. Was geht ein Mantafahrer durch den Kopf? Der Heckspoiler. Ja. Huch, da waren wieder die Leute mit den bunten Lichtern auf dem Dach. Was war das? Disco Bullet. So, wir sind in Santa Fe angekommen und ihr seht das ganze Spiel vor allem auch, es ist immer anders. Also es sieht überall anders aus, es ist nicht alles gleich. Ne? Ich finde das auch geil unten, rechts unten die Beschreibung. Santa Fe in Santa Fe. Ja. Santa Fe in Santa Fe. Ja. Die Passanten sind auch so geil, vor allem wenn der eine Typ da in die Scheiße tritt, wie er so unterm Schuh guckt. Ich bin da reingetreten. Solche kleinen, Santa Fe. Ja, das sind so kleine Details. Auch wie gesagt, an Baustellen wird gearbeitet mit Presslufthammern und Meißel und Asama. Das ist sehr geil. Das eine Rennen, wo man unter die Bäume durchfährt, die abgesägt werden. Jo, ja gut, das sind das sind so geskriptete Sachen. Ja, boah, was eine Aussicht. Boah. Oh, die Canyons. Die Canyons. Willkommen zum Grand Canyon. Canyon. New Mexico. Wow! Das. Alter, ich bin. Boah! Ich bin drauf. Ich hab gerade mal eben. Bin auf Reling drauf gesprungen. Liebe Danke. Leute, das hätte ich mal sehen müssen. Diese eine Prämie, unbeschadet, ohne Unfallkamera. Oh, Cross ja. USA. Von New York nach Seattle.
Heilige Kacke, war das ein Krampf. Das war spannend, ja. Das ohne Unfallkamera auszulösen. Solche Prämien gibt's dann. Wie viele haben es geschafft? Am Ende hast du es doch nur du geschafft, oder? Ja, fünf Leute oder so sind da rangegangen und nur du hast es geschafft. Ja, die anderen haben alle einen Unfall gehabt. Und irgendwann wurde es den anderen zu blöd, auf die zu warten. Ja. Und denen wurde es zu blöd, nochmal 60, 70 Kilometer zu fahren. Ja, wieder von Anfang an zu fahren. Und haben dann aufgegeben. Oder halt, die hatten halt den Unfall gehabt. Oh, komm, den kriegst du wieder. Schon. Wow. Nein, ich will jetzt keinen Test machen. Entschuldigung. Ich warte mal eben auf Banane da hinten. Das war die. Achso, die Unfallkamera. Ja, ich fahr mal ein bisschen langsamer. Ich warte mal so ein bisschen auf dich. Oder da. So. Müsst ihr wieder auf mich warten. Ich glaube, die ganzen Prämien, die ich mir aufgeschrieben habe, die schaffen wir gar nicht. Jetzt hier in den 2 Stunden. Das ist. Dann lass uns wieder nach Mitternacht weitermachen. Ja. Naja, oder für einen anderen Stream aufheben. Oder so. Je nachdem, wie die Resonanz ist natürlich hier von der Community der LPLS. So. Tschüss. Mach's gut. Er hat gesagt, den kriegst du zurück. Er hat's gesagt. Ja. Ja, nein! Sieh zu, dass du fährst. Da vorne. Sieh zu, dass du fährst. Mein Freundchen. Ich hab jetzt ein neues Ziel. Ich muss es töten. Ziel terminiert. Alles, was mir in den Weg kommt, wird abgeräumt. So, was? Ja, meine Freundin sagt gerade, das Stream hängt ein bisschen nach. Ja. Ja gut, das ist ja diese Verzögerung, ne? Linchen hängt ein bisschen. Alter! Ah, komm, okay. Ja, das ist tatsächlich am Tablet eher. So. Upala. So, müssen wir mal richtig pflanzen. So, willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen Zuschauer hier. Mein Gott, 24. Wir machen gerade ein paar Prämien. 24? Ja. Sehr gut. So, jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr, Let's Play Live Show. Um 20 Uhr. So, nach zwei... Wow! Jeden Freitag und Samstag um 20 Uhr, Let's Play Live Show. Um 20 Uhr. Um 20 Uhr, genau. Ich habe gerade, glaube ich, einen Coyote überfahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil der lief mir nämlich gerade auf die Fahrbahn. Ja, ich hatte vorhin Waschbären umgemöbelt. Ja, LKW. LKW-Autos. Bullen. Alles, was mir in den Weg kommt. Wow! Das geht aber flott hier heute. Und wir haben immer noch fast 10 Kilometer. Das macht richtig Laune heute. Ja. Wow, ich verliere die Kontrolle und fahr. Ja, super. Das war die schöne Corvette. Du bräuchtest so eine Roadtrip-Playlist. Einfach irgendwelche Roadtrip-Songs, die du dann spielst. Die man spielen darf, wohlgemerkt. Ja, gut. Ja, klar. Geber und so weiter. Genau. Ich würde ja auch so gerne das Radio einschalten in dem Spiel, aber. Da sind ja auch rechtliche Songs drin, wie zum Beispiel auch die Klassiker und sowas alles. Ja, ja, diese klassische. Zum Beispiel hier die Verdi-Oper. Oder Beethoven, glaube ich, ist auch drin. Das finde ich ja immer noch am geilsten. Du rast fast 400 Sachen durch die Wüste und im Radio kommt Pavarotti. Ja. Denkst du dir auch. Okay, geil. La donna immobile. Ja. Mal Vento. Ich muss hier abbiegen. Kurve. So. Oh, das war eine schön lange Kurve. Kurve. Abbiegen. Wo fahre ich denn hin? Hallo? Sascha. Ja. Ich weiß es nicht. Ich dachte gerade, du bist hinter mir und. Ich habe gerade jemanden, einen Passanten, die Tasche aus der Hand gefahren. So sah es zumindest aus.
In New York, die Typen, weißt du, dann kommen sie von der Wall Street mit ihren schicken Aktentaschen, aber ja, wenn ich mit dem Auto auf sie zukomme, da haben sie ganz schnell die Hose voll. Und die Aktentasche fliegt dann halt mal ein Stück. Wow, unsichtbarer Stein? Oh, okay. Insiderhandel, weißt du, dann hast du die geilen, ganzen Aktieninformationen. Also die Corvette scheint ja nicht ganz so prickelnd zu sein, gell, Sascha? Doch. Ich baue nur gerade einen Scheiße nach den anderen, aber jetzt geht's eigentlich wieder so einigermaßen. Ami-Sportwagen. Ich mag den Ford GT zum Beispiel nicht, der sieht kacke aus. Und die Corvette mag schnell sein. So, da stand gerade ein anderer Spieler. Das Heck, bah, bei der Corvette. Und die Verarbeitung innen schlimmer als beim alten Toyota. So, wo fahre ich hin? Huch. So, wir sind schon gerade auf dem Flugzeugfriedhof angekommen. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich fahre jetzt hier einfach durch die Pampa mit 100, das ist egal. So. Schätzelein Röcken habe ich. Und da trinken wir erstmal einen Korn drauf. Und Korn. Und Korn. Sicher das. Sicher das. So. Ach, ja, fahr man mit was anderem, was ein bisschen mehr Style hat. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt was bekomme. Ja, habe ich bekommen. So, das waren jetzt die. Ach, das war das Gewehr mit der Geisterstadt. Das hake ich mal eben ab. So, nächste. Das Walzverhalten der wilden Auto. Amboy-Krater. Wo haben wir denn den Amboy-Krater? Der dürfte ganz unten sein, oder? Metroidenkrater, da müssen wir anschließend hin. Achso, okay. Da ist er. Okay. Ist gar nicht so weit weg. Prost zusammen. Sei ich doch. Prost. Sei ich doch. Links von uns ist der. Das ist auch eine geile von Los Angeles, Downtown, San Francisco und Seattle abfahren. Orange County. Ja, wo ist er denn jetzt? Links von euch. So, ich werde währenddessen dann schon mal nicht. Links von uns, da wo wir sind, links Black Mountain. Ja, links von Black Mountain. Ich sehe es, ich weiß. Da sind wir. So, da müssen wir anschließen zum Metroidenkrater. Da wo ihr seid, nicht da wo wir sind. Genau. Und nach dem Metroidenkrater müssen wir zu den Grand Canyon. Das wäre da. Alles klar. Ja, ihr müsst ja noch ein bisschen auf mich warten. Ich habe das Gebiet noch nicht entdeckt. Ja, dann spring doch mehrmals hin. René macht es auch noch. Ja, mach ich ja gerade. Mach ich, ja. René ist ja auch ein Besserwisser. Oh, hört. So, das ist übrigens ein. Die Wetten kommst du nicht weit bei mir. Ich bin halt oldschool, weißt du? Und manchmal stelle ich mich halt auch dämlich an. Das ist übrigens ein Rally Nissan. So. Meine Katze ist ein Rally-Nissan. Ja. Wo ist er denn? Wenn ich die schmeiß, dann schrubbert sie auch über den Boden. Und hüpfen tut sie nicht so wie der Z4. Habe ich gerade wo? 3 Kilometer. Ja. Ach ja, und sonst so bei euch. Wie gesagt, 22 Uhr, sie will winnen gleich. Und ich schau mal währenddessen mal kurz im Stream rein. Selber mal. Oh. Wie die Qualität auch so ist vom Stream. Ja. Wie ist es so, sein Gesicht da im Stream zu sehen? Mein eigenes Gesicht zu sehen, das ist scheiße. So eine Hackfresse da oben in der Ecke zu sehen, das ist, weiß ich nicht, nicht schön. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist nicht toll. Sagen wir mal so. Darum habe ich auch den Bereich vom Tablet abgeklebt. Ja, weil René kann die Fresse auch nicht sehen. So, wo bleibt denn Banane? Ein Moment, lang ist es nicht mehr. Ja, ich merk's gerade. Aber ich werde mir dann wieder meinen Geländefokus zur Gemüte führen. Okay. Moment, ich kann ja mal eben und zwar was anderes auswählen. Oder so ein Rally-Raptor wäre auch genial, wie in der letzten Mission, wo man Schiff hinterherjagt. Ja, der kommt, ja.
Ja, da So. freue ich mich wie ein Schnitzelaffe. Ihr seid. Ah, okay, der fährt mit dem Ferrari. Banane fährt, glaube ich, mit dem Ferrari, wenn es so Nein, jetzt tue ich aussieht. eben nicht. Ich war doch kein scheiß Ferrari den Berg runter. So. So sieht der Hammer quasi von innen aus, von der Rallye-Ausstattung, aber in der normalen Performance oder ja, in der Performance sieht er besser aus. Fahrer. So, von mir aus können wir. Ah, Juhu! Mann, Auf ey. durch die Pampa! Wow! Ach du René, du Kackbratze, René, du Scheiße! Kackbratze. Mann. Warum? Ja, ganz ehrlich, wir starten so und wer haut mich als Erster weg? Das kannst ja nur du sein. Also ich habe die erste Kurve nicht gekriegt, da waren Steine. Ja, fragt mich mal, wo ich bin. Oh, ist er abgehoben? Huch, wie soll ich denn hier raufkommen, Hey, bitte? ihr könnt mich mal. Ihr wisst, was ich mache. Wieso was denn? Ihr wisst, was ich mache. Warte, bleibt mal bitte kurz stehen, okay? Ja, wir warten dann hier oben. Ihr könnt mal runter auf die Straße gucken, was da gefahren kommt. Achso, er kommt jetzt an. Fährt da mal schön mit dem Rennbentley. Bentley. Rennbentley rückwärts, 500, mal eben. So. Bist du denn so wieder so weit? Ja, ich bin immer Okay. so Sieht weit. ulkig aus, wie der hinten über die Steine fährt, der René. So, ab. So, zum, was habe ich gesagt? Meteoritenkrater. Krater! Kratos! Krater! Hey, 30 Zuschauer. Willkommen zur Let's Play Live Show. Kratos! 30! Ich dachte, die lustige Sitzung hat sich herumgesprochen. Was? Ja, Ja, eine ja, ich glaube auch. lustige Sitzung. Drei Trottel, die singen und hier einen Scheiß bauen im Gelände. Wie soll ich denn bitte? Hallo? Okay, Sascha und zwei Trottel. Wie, Sascha Banane und ein Trottel. Daniel, wenn du kommst, du stehst auf dem Balkon. Ich, Naja, da gibt's Bier und Kippen. Hallo, ich Das klemme! Bier stelle ich rein. Ich muss, glaube ich, Nein, tu mir das nicht ich an. glaube, ihr kommt da ein Ey, du bisschen. weißt nie herum! Ich glaube, ihr kommt ein bisschen eher an wie ich, weil ich muss einen anderen Weg finden darunter. Eher wenn ich mit dem Bentley rückwärts fahre, dann, ne? Ich fahre einen anderen Weg. Das ist mit dem Navi, das zeigt mir da den Berg hoch. Das ist total affig. Ich fahre anders. Mal gucken, wer als erstes Ja, ankommt. also. Ja, ich mit Top, dem die Wette Bentley. gilt! Top, die Wette gilt, genau. Wer kommt als erstes an? Ja, ne? Meine Ja, Damen mein. und Herren, Sascha wettet, dass die anderen beiden zuerst da sind. Daniel wettet, dass er mit einem Bentley rückwärts. Schneller ist wie die anderen. Top die, boah, boah, top die Wette gilt. So, meine Damen und Prost Herren, zusammen. willkommen zu Nur die Liebe zählt mit der Kai Pflaume. Das bin ich. Unsere drei Kandidaten oder Herzblatt, wir müssten mal bei.